Hier ein kleiner Vergleich zum Rotorschutz. Die aus China und die, wo wir gebaut haben. Die aus China haben einen sehr geringen Abstand. Das ist nicht mal ein Zentimeter. Das bedeutet, ein kleiner Druck, wenn da dran kommt, nur ein kleiner Druck an die Wand, steht da der Rotorschutz schon an. Das heißt, hier ist schon ein Absturz. Wir haben um einiges mehr Abstand und sind auch ein bisschen länger. Man sieht es zum Beispiel ganz einfach, wenn ich den Spire jetzt auflehne. Hier steht der Rotorschutz an, steht schon am Boden, wobei sich hier fast gar nichts bewegt. Hier läuft der Rotor frei. Der Rotorschutz selber biegt sich so gut wie nicht durch, wobei wir hier schon, wie man sieht, schon komplett anstehen am Boden. Das Problem gibt es hier nicht. Die ganze Ansicht mal von den normalen aus China, wenn ich die jetzt nach vorne hebe und lasse sie aufstehen, stehe ich hier komplett an. Genauso wie hier. Hier ist praktisch kein Schutz da, im Gegenteil. Mit den Rotorschütze würde ich nicht mal fliegen, ohne dass ich irgendwo dran fliege. Andersrum gesehen, die Rotorschütze, wo wir gebaut haben, die kann ich hier einwandfrei die Drohne nach vorne aufstellen. Und wie man sieht, ist hier immer noch fast zwei Finger breit, ohne dass sich da irgendwas bewegt.